war nicht ohne her, da war eh wieder Polizei, 55 Euro kostet. Echt? Ja. Alles klar, danke. Ja, wenn du rausfährst, fahr ich unter dem Tunnel her. Mach ich. Vor einer Viertelstunde ganz da unten, da haben die haben jetzt die letzten 14 Tage die Autos alle 55 Euro schon dran gehabt. Weil hier ist ja absolut Deutschland kaputt. Ja. Ne? Danke. Okay. Ja, Mahlzeit. Ja, Leute, willkommen auf meinem Kanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich fahre wieder mit der schönen Zip. Ja, ich habe immer noch die 5,6 Gramm Gewichte drin. Wollte eigentlich auf 7 umbauen. Habe ich auch die 7 Gramm daheim. Aber ich fahre heute jetzt mal ein bisschen so ja, an meinem Platz, wo ich, ja, wie soll man sagen, mein Platz, aber ist so eine kleine Ecke, wo ich gesehen habe, da ist kein Verkehr auf diesem Weg. Man stört da wirklich niemanden. Die Ecke ist auch nicht gerade besonders, aber für Wheelies üben ist das doch eigentlich ganz gut. Und dahin fahren wir jetzt. Also ich, ihr kommt ja mit. Und ja, da werde ich ein paar Kameras aufstellen und dann, weil ich war jetzt gestern gewesen. Morgens war ich Videos auch aufnehmen mit Videos mit der Helmkamera. War leider mega mies, weil man guckt immer relativ nah auf den Tacho drauf dann. Mit der Brustkamera, ja, man sieht ein bisschen, aber ist halt nicht viel. Also man sieht das nicht. Man sieht schon, dass der Vorderreifen da hoch ist, aber man sieht nicht, ja, wie man sagen, wie ich fahre. Ne? Und das ist ein bisschen so, wo ich mir gedacht habe, so, ja, kannst du machen, kannst du nicht machen. Aber ich denke, ich werde die zwei Tage jetzt, die Wheelies, alles in einem umschneiden. Weil gestern, wo ich gefahren bin, da war ein Opa, der hat mich darauf hingewiesen, so, ey, so und so sieht's aus. Da hinten stehen die Bullen, fahr da nicht lang, zahlst du 55 Euro Strafe. Ich so, ey, cool. Das ist eigentlich auch nicht gerade so prickelnd dafür. Ist zwar gut windig, ein bisschen auch kalt. Ist gut für den Motor, der kühlt dann gut. Hat auch ein bisschen mehr Kraft dann. Weil wenn er zu warm wird, hat er irgendwie nicht so viel richtig Zungenbrecher. Hat er nicht so richtig Lust. Ja. Und da fahren wir auf jeden Fall jetzt hin. Aber ich habe echt gemerkt, also anzugmäßig sind die 5,6 Gramm Gewichte doch schon gut. Aber ich meine, so Endgeschwindigkeitmäßig nicht, ne, klar. Aber ich meine, wenn ich die Drehzahl irgendwie einstellen könnte, dass sie, ja, also durch einen Drehzahlbegrenzer, ich meine, auf der Geraden fährt sie 62. Wenn ich jetzt einen Drehzahlbegrenzer einbaue, dass sie nur 55 fährt, ist auch okay. Ja, dann schreit er nicht so extrem hoch. Bei 55, mal gucken. Es geht, ja. Bei Vollgas ist halt klar. Muss nicht sein. Deswegen habe ich mir gedacht, so komm, übst du mich in Wheelies. Und also das war, wo ich mir dachte, so jetzt kriege ich einen Kolbenfresser, gleich ist es soweit. Und die 5,6 Gramm Gewichte sind doch relativ dann noch okay dafür. Ich habe ein bisschen geübt. Ich hoffe, dass es euch einigermaßen gefällt. Und wenn ich direkt hier nur am Haten seid und vielleicht mal auch ein kleines Lob da lässt, wäre nicht verkehrt, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall so die Strecke. Ich fahre mal so ab. Ich muss hier zwei Kameras aufstellen, ich weiß noch nicht wo. Ich check mal eine auf jeden Fall hier hinten. Ja, die werde ich sonst nicht aufstellen. Und die eine auf jeden Fall vorne. Na gut, die hintere Kamera kann man ja schon mal hier aufstellen. Ich hoffe, die Akkus halten auch. So, gut, dann stelle ich mal alles auf und würde sagen, bis gleich.
war nicht ohne her, da war eben die Polizei, 55 Euro kostet. Echt? Ja. Alles klar, danke. Ja, wenn du rausfährst, frei runter den Tunnel her. Mach ich. Stunden ganz da ohne, da haben jetzt die letzten 14 Tage die Autos alle 55 Euro schon dran gehalten. Weil hier ist ja absolut Deutschland verboten. Ja. Ja, danke. Okay. Netter Mann. Oh mein Gott, wo soll man sonst üben? Ja. Man kann ja den Kindern, die Kids heutzutage auch nicht als wegnehmen. Und hier auf der öffentlichen Straße auch mal sowieso nicht. Ach ja. Aber probieren kann man es. Der war schon gewollt, nur nicht gekonnt. Wieder geglotzt hat, Alter. Und der Video war ganz gut. Also es geht, ja. Man braucht halt nur wirklich einen Platz, wo man es machen darf. Und ich weiß es nicht. Parkplätze oder, ja gut, da war ein Schotterweg. Mal gucken, wie es da ist. Schotterweg ist immer so ein bisschen miese. Jo Leute, hat angefangen zu regnen, jetzt sollte man ein bisschen nach Hause fahren, ist ja schon ganz warm. Ich weiß es nicht, also bei kleinen Geschwindigkeiten, es geht nicht so. Hier zum Beispiel auf der Straße geht das viel einfacher. Okay, doch nicht. Moment nochmal. Noch einmal. Okay, war jetzt nicht perfekt, aber ich denke, war okay, ja? Kann man so lassen. Ich weiß es nicht, ey. Ah, ich hab mir voll die Blase hier reingezogen hier. Scheiße. Aber ich habe vorhin den Winkel so einigermaßen gefunden. Wo ich mir gedacht habe, so, fuck. Man muss eigentlich nicht Angst haben, man drückt sich irgendwie selbst da rein. Habe ich so das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, wenn man Wheelies macht, man drückt sich in den Sitz automatisch irgendwie ein bisschen rein. Ah, Mann, so Blase richtig gezogen, ey. Wie ihr das sehen könnt. Hier. Mann. Naja. Wer hobelt, wo man hobelt, da fahren auch Späne, ne? Auf jeden Fall, Willis machen, boah, das kostet Kraft, es kostet Nerven, es kostet Geduld. Ja, also von heute auf morgen klappt es auf jeden Fall nicht. Und Destotrotz, ich gebe nicht auf. Ich probiere es trotzdem weiter. Und ja. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ihr sagt, ne, Wheelies, ne, ab und zu ja, aber machen wir wieder Wheelogs oder fahren wir lieber durch die Gegend, zeigen wir die Ortschaften oder wie man das hier nennen kann, Umgebung. Dann mache ich das auf jeden Fall auch. Naja, nichtsdestotrotz, Leute, ich hoffe, euch hat es trotzdem einigermaßen gefallen. Bis zum nächsten Mal, schreibt mal eure Meinung rein, Kritik. Und dann hören wir uns auch, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.